So, meine Freunde, ja, da sind wir wieder zurück zu Final Fantasy 13 mit dem Chili Hot Dog. Ja, nachdem ich jetzt die ganze Zeit Metroid Fusion gespielt habe, was auch verdammt viel Spaß macht, aber ich auch gerne mal wieder Final Fantasy spielen würde, mache ich das jetzt einfach mal, habe ich so beschlossen. Ja, was mache ich da? Hallo, ich bin ein Brecher. Ich möchte mal eine Granate werfen. Wieso geht das nicht? Egal. Ich knüppel einfach mal. Fähigkeiten greifen. Meta-Fähigkeiten beschwören. Was ist B? Genau. Alle Gegner. Oh. Okay. Das ist Beben. War das Blitz und Blitzra oder war das nur Blitz? Nein. Verkehrte Taste. Ja, ich bin in einer neuen Aufnahmesession, falls man es wieder hier merkt. Ich glaube schon, dass man es merkt. Aber ja, ist ja kein Thema. Also, ne? Hoffe ich mal für euch. So. Ihr seid treue Zuschauer. Vor allem, dass der Hope nicht stirbt, das wissen wir alle. So, was ist beim letzten Mal passiert? Beim letzten Mal ist passiert das. Auch ein geiles Deutsch, aber okay. Beim letzten Mal haben wir Snow zum ersten Mal wieder gesehen. Nachdem er, ich dachte, gefangen genommen wurde von dieser komischen Tante da. Dem aber nicht so schien. Wow, daraus musste man jetzt extra eine Sequenz machen. Okay. Attacke. So, und ich werde ihn, was sich hier jetzt gerade nicht sehr lohnt, aber sobald wir wieder richtige Teammember haben, sofort auf Verteidiger spielen. Ja, das werde ich machen. Nachsetzen. So, nur ein Schlag hat gereicht. Im Nachsetzen. So. Blitz, Blitz, Blitz. Subi. Hochhauen. Zweimal drauf. Und der Gegner hat keine Chance. Genau. Final Fantasy finde ich ja im Moment richtig klasse, weil ich suche immer noch so ein kleines schönes RPG für mich. Also entweder privat oder auch mal so zocken. Aber ich finde irgendwie nichts Schönes für mich. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ja, ich muss mal ganz kurz nebenbei was gucken. Falls ihr mitbekommen habt, ja, ich habe einen neuen Kanalhintergrund. Und viele Leute in diesem Sinne einer. Karaya, wie sollt ihr euch sprechen? Karanya 2K oder 2K. Ich glaube, du bist auch immer der, schön meine Final Fantasy Video schaut. An dich möchte ich gerne mal einen herzlichen Dank aussprechen, weil du bist klasse, du guckst meine Videos, du kommentierst fleißig mal. Also mal danke dafür, dass du einfach nur ein Fan von mir bist. Dann hört man super schon mal. Aber okay, es ist ja wirklich so. Als Let's Player, also als kleiner Let's Player hat man es ja nicht so einfach, aber egal. Ich freue mich über die Abonnenten, die ich habe und ihr seid auch alle klasse und ich liebe euch alle. Ja, weil ihr einfach nur da seid und, ne, ja, ihr seid klasse, Leute. So, deswegen hau ich hier weiter munter Gegner auf. Komm mal her, ja. Wir knüppeln mal ein bisschen. Ja, Hope, es wäre sinnvoll, wenn du dich heilst, weil ich bin ein Tank. Kann man das so sagen? Ja, man kann zu mir Tank sagen. Und wir knüppeln hier mal weiter. Ja, ja, ja. So, jetzt wir hier rauf. Dann knüppeln wir richtig drauf da. So. Ich weiß gar nicht, was wir dafür Minus bekommen haben. Es ist mir aber gerade relativ Wayne. John Swain. Genau. Woher kenne ich den Typ? Den Namen habe ich schon mal gehört irgendwo. Und ja. Ich muss mal ganz kurz meine Stimme reinigen, würde jetzt eigentlich andere Liste sagen. So,
Denn ich komme nämlich frisch, ja nicht frisch, ja gestern war ich auf einer Abschlussfeier für meinen Realschulabschluss. Und ja, ich war dann noch beim Freund, hab heute geschlafen, weil wir noch ein bisschen Party gemacht haben und ja, munter. Ich weiß nicht, ob meine Stimme jetzt ein bisschen runtergelitten hat, ich glaube nicht, also nicht mehr als sonst. Ja, ne, geht's direkt weiter hier mit Final Fantasy und so. Und ich möchte ja im Moment ein bisschen mehr uploaden, was ja gestern leider nicht geklappt hat, da ich auf meinem Abschluss war und ja, ne? Jetzt ist das ein bisschen doof. Was ist das für ein fettes Viech da in der Mitte? So, kann ich nachsetzen und dann ist er da in der Luft und kann auch nichts mehr machen, wirklich. War das gerade ein Blitz? Ra? Habe ich das richtig gesehen? Warum knüppeln wir gerade kleine Menschen? Okay, den knüppeln wir gleich als den großen. Kriegsherr. Okay. Psycho, du hast nichts drauf. Aber ich auch nicht, weil ich immer daneben hau. Weil ich so ein... einfach nur dafür gemacht bin, um daneben zu hauen. Genau. Und auch keinen Schaden bekomme. Also, doch, ich bekomme schon Schaden, aber du nicht. Aber warum nicht? Das ist total kacke. So, Schock, Schock, Schock. Komm mal. Ich bin schockiert, wenn das jetzt nicht klappt. Ha. What the? Ew. Ich hab keine Wahl. Supi. Nee, komm. Heil mal weiter ein bisschen. Talk, talk, talk. Thanks, Hope. Genau, so. Und jetzt darfst du wieder mitknüppeln. Zack, zack, zack. Und dann bleibt er weiter in der Luft. Und jetzt knüpp ich auch noch weiter in der Luft, dass er gar nicht erst am Boden kommt. So, jetzt fällt er wieder zu Boden. Der hat ganz schön viel Leben, hat der Typ. Der hat kein Leben, eindeutig. Okay, ich bin Let's Player. Was sag ich dazu? Ja. Ich bin einfach nur froh, dass es euch da draußen gibt, Leute. Das wollte ich mal auch von loswerden. Ich finde mein Kanaldesign einfach mal echt geil. Der ist echt geil geworden, finde ich. Ich suche aber noch einen schönen, also einen netten Typ, der mir mal so ein Profilbild zaubern könnte, weil das gefällt mir auch nicht so ganz. Wenn ihr ein paar nette Ideen habt, ist heute ja schon etwas mit Sonic so zu. Also nicht Sonic, muss es nicht unbedingt sein. War schon etwas so zeichnetes, wäre auch nicht schlecht. Einfach mal so ein paar Ideen habt für mich. Ich würde mich riesig freuen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Denn ja. Einfach nur klasse. So, was ihr so macht und so. Deswegen mache ich es ja auch überhaupt noch. Nur weil es euch gibt, ja. Und ich bin hier nur hingegangen, weil es hier eine komische Kapsel gibt. Und ein komisches. Okay, ihr wollt nicht wissen, was ich da gerade gelesen habe. Ich habe jetzt leider nicht wirklich gelesen, was da stand, aber das ist jetzt auch, glaube ich, relativ egal. Ein Bauteil für eine Waffe. Was mache ich bloß? Ja. Hier durch die Gegend laufen. Fuck. Hätte ich wenigstens jemanden, der ordentlich drauf bashen könnte, dann könnte ich ja sagen... So, Snow, du bist jetzt unser Verteidiger. So wie es, so wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Aber das klappt ja leider nicht. Da ja so ein komisches Viech hier meinen musste. Nee. Ich bin Verheerer, ich bin kein Brecher. Aber wir wissen ja alle nicht, wer gemeint ist. Ich hoffe schon, dass ihr wisst, wen ich meine. Weil wenn nicht, dann... ja, dann weiß ich nicht, was ich... Ich wollte gerade irgendwas, was mit Hope zu tun hat, aber ich hab's nicht geschafft. Mann. Ja, attackier mal, das wäre ganz lieb. So. So, das war's jetzt aber. Schockzuschauen, weil wir sind Arschtritt, genau. So, Blitzrad, tatsächlich. Hab ich richtig gesehen. Ey, so. So, ich freue mich schon auf
Kapitel 13, wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte oder gelesen hatte. Die Jungs sind überall bestimmt oder sowas. Ja, fünf Leute bewachen ein. Ich glaube, die haben mich alle gesehen. Egal, komm her, ja. So, es wird geknüppelt und ich habe mir gerade am Mikrofon gezogen, was nicht so toll war. Fand ich hier suboptimal. So. Nachdem wir jetzt ein bisschen Bashhorn aufknüppeln, wollen wir die Gegner mal töten. Genau. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man wieder ein bisschen Plot kommen würde. Komplott mache ich nämlich gerne. Ha. 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 Ja, war denn wieder lustig. Köstlich, köstlich, Chili. Haben wir gelacht. Ne? Nicht. Panzerfaust. Panzerfaust? What the hell? Panzerfaust. So, ich werde jetzt einfach, glaube ich, kaputt knüppeln, ganz schnell. Wenn ich das schaffe, ist die andere Frage. Also, ob ich das schaffe, ist die andere Frage. Oh. Ja, auch wenn sie überhaupt nichts gebracht hat. Ich möchte ihn jetzt nicht extra dafür wiederbeleben, oder? Muss ich das sogar? Eigentlich glaube ich nicht. So. Zack, zack, zack. Und kaputt geknüppelt, während ich das Fenster hier zumache bei mir im Zimmer. Also, mit dem Schockzustand wird das nichts, aber vielleicht schaffe ich es einfach, ihn so kaputt zu knüppeln. Ja, es ist bestimmt gerade äußerst interessant, ich kann es mir vorstellen. Und 150 Schaden, 400, 400 und 400. So, machen wir den hier. Glück haben. Ich riskiere das jetzt mal. Tag, Tag, Tag. Wow. Hätte er mich noch einmal angegriffen, wäre ich tot gewesen. Genau. So, ich habe ein bisschen was über die Ränge erfahren. Die Ränge sagen Ränge, ja klar. Die Ränge sagen aus, was für Items sie droppen. Oder liegen lassen, halt, ne? Im Deutschen. Engelsherz. Okay. Hört sich nett an. Was für Items sie liegen lassen. Und die Punkte, keine Ahnung. Vielleicht gibt es dafür ein Achievement später. Aber ich habe keine Ahnung über den, von den Punktestand, wirklich. Frei nach dem Motto, wenn ich sie nicht sehe, sehen sie mich auch nicht. Aber das hat nicht geklappt. Mist.